Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal Cry of Fear. Viele von euch kennen es schon oder haben sicherlich schon mal von gehört. Es ist ein Horrorspiel auf der Engine, auf der auch Half-Life 1 basiert, bin ich der Meinung, dass das ist. Es ist im Jahr 2008 rausgekommen und es ist vollkommen kostenfrei. Das heißt, ihr müsst keinen einzigen Cent für dieses Spiel bezahlen. Ja, ich habe Angst und ihr werdet euch darüber freuen, denn das wird spaßig. Ich glaube, das wird echt gut. Ohne drumherum, jetzt weiter hier direkt rein ins Spiel. Wir spielen natürlich nicht auf easy und auf schwer, wird das wahrscheinlich zu schwer für mich. Deswegen auf, medium. Und ich bin ruhig. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit, like bitter and angry all the time just eats away at you. Thank you.
Ja, und nach diesem äußerst intensiven Intro heiße ich euch herzlich willkommen beim Let's Play von Cryer 4. Ihr werdet euren Spaß haben, denn ich werde mir die Hosen kacken. Wir haben hier eine Kamera, mit der können wir blitzen. Wir sind in einem Zimmer. Ich nehme an, unser Zimmer. Mit einem Half-Life-Poster. Half-Life 2? Ja, Half-Life 2. Wir haben es. Wie spät ist es denn? 5:01. Es ist ehrlich gesagt 10 Minuten, nachdem ich diese Aufnahme hier mache. Also ich mache die Aufnahme um 5:05. So meine ich das. Mensch. Okay. Aber ich rede nur um den heißen Brei rum. Wir müssen durch diesen dunklen Flur, nehme ich mal an. Oh, schön. Und ein Poster von The Grudge. Ich hasse diesen Film. Okay. Fuck, was ist hier? I hate you. Ich hasse dich. Das ist schön. Ich mag mich aber eigentlich ziemlich. Hier ist eine Tür. Da ist die Tür. Schnell, 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 schnell. Eine Leiche. Nichts. Nichts. Oh Gott. Wo bin ich? Eine Tür. Super. Oh Gott. Ich habe ganz ehrlich gerade mega Schiss, dass uns gleich irgendwas anspringt. Was war das? Fuck. Wo lang? Oh Gott. Das ist mir gerade allzu viel. Spring doch da durch. Spring doch da durch. Na los. Jawohl. Eine Tür. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Aber es ist schon mal sehr nett, dass diese Kreuze uns ans... Dass diese Kreuze uns anzeigen, wo wir hinblitzen müssen. Wow, what the fuck. Wir sind runtergefallen. Was war das? Ich hab's nicht gelesen. Das ist eine Tür. Irgendwas hat durch das Fenster da geguckt. Ich mag nicht. Tür, 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 schnell. Oh Gott. Oh Gott. Das hört sich nicht gut an. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, ach nee, das war mir gerade. Okay, aber wir schaffen das schon. Did I get here? Okay, wir haben ein Messer, was vielleicht keine schlechte Idee ist, nach dem, was da gerade abgegangen ist. Oh Mann, ey. Oh Mann. Okay, schlagen tun wir. Wir können das Messer auch wechseln. Wir können anders damit zustechen. Gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Hallo? Würden Sie bitte warten? Okay, wir können also auch sprinten. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte cancel. Genau, so. Wo ist denn der Typ hin? Hier war doch einer. Help me. Okay, aber wir haben keinen Code, um da reinzukommen. Wie kommt man ins Inventar? Mit Tab. Okay. Notizen haben wir keine. Wir haben aber ein Handy. Wo bist du? Komm so schnell wie möglich nach Hause, es wird dunkel, sagt unsere Mutter. Das Handy legen wir mal auf 2 und das Messer auf 1. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, dann können wir nämlich ganz komfortabel hin und her switchen.
So. Finde den Code zum Schloss. Ja, das wäre von Vorteil auf jeden Fall. Entschuldigung. Ach Gott, was ist das denn hier für ein Ort? Ich meine, wer wohnt denn schon in so einer Gegend? Ganz im Ernst, das ist doch... Vor allem, wie verirrt man sich in so einer Gegend? Oder wie... Deine Mutter, lass mich bloß in Ruhe, ey. Nein, da will ich noch nicht rein. Ich gehe erstmal kurz hier hinten gucken, was es hier hinten so zu finden gibt. Rein gar nichts. Da müssen wir doch darunter. Verdammt. Dieses Spiel sorgt dafür, dass ich innerhalb von 10 Minuten keine Lust mehr habe. Okay. Ah, okay, super. Okay, also wir können... Was? So, wir können das Licht anmachen und jetzt wechseln wir. Ah, und dann haben wir einen ganz schwachen Lichtschein sozusagen. Okay. Wir laufen einfach weiter. Lalalala. Wozu auch umgucken? Da können überall nur böse Monster sein. Hier ist kein böses Monster, das ist gut. Hier sind auch keine bösen Monster, das finde ich auch super. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Da ist kein Monster, da ist kein Monster. Ich guck mal ganz kurz, ob das Handy uns vielleicht irgendwas Neues sagt. Nein, es sagt uns nichts Neues. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier gleich was kommt. Es kommt nichts, das finde ich... Oh, aber es ruckelt. Eine Kirche ist hier irgendwo, aber wo? Ach, direkt vor uns. Warum hat sich auch mal der Glockenschlag verändert? Was? D-O-R... R-A-R-P-C. Das sagt mir... rein gar nichts. Okay. Was soll uns das sagen? Wir haben irgendwas, irgendein Achievement damit. Warum liegt da ein Kürbis? Kürbis. Was mir Angst. Warum steht da ein Kürbis? Können wir in dieses Haus rein? Nein, okay. Ich würde sagen, wir müssen hier hinten lang. Ich werde jetzt auch mal nicht so ewig lang hier rumgurken. Da liegt noch eine Notiz. June Summer. Aha. Ach, archived. Nicht achieved. Ich kann wieder nicht lesen. Also, wir haben zwei Notizen. Ich guck mal ganz kurz, ob die hier den... Genau, Hidden Note 1, June Summer. Und Hidden Note 2. Dorab. Es sagt mir rein gar nichts. Wir sind von da gekommen, ne? Wir müssen hier lang. Ach, das ist alles so... Ach nee, wir sind von hier gekommen. Haha, mein Fehler. Ja, hier geht's nicht lang. Geht's hier irgendwo lang? Hier muss doch irgendwo lang gehen. Ich bin jetzt schon aufgeschmissen. Habe ich noch nicht mal viel gemacht. Kein Gegner, kein gar nichts. Und ich habe schon keine Orientierung mehr. Ha. Vielleicht sind wir auch irgendwo einfach falsch abgebogen. Ich kann mich erinnern, dass es noch eine Kreuzung hier gab, da wo ich mich nicht umsehen wollte. Dann gehen wir da doch einfach nochmal hin. Zeitungsartikel. Was ist das denn? Ist das Kugelschreiber? Nimm den mit. Nee, okay.
Okay, aber bevor ich weitermache, ich sehe gerade, die Viertelstunde ist so gut wie rum. Ich bedanke mich, dass ihr euch den ersten Teil von Cry of Fear angeguckt habt. Hier, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, jetzt nicht nur mehr auf meinem Channel, sondern auch auf dem Channel von Gamerinsel. Da habe ich mich mit ein paar Leuten zusammengetan, die auch alle sehr gerne Let's Playen und sind auch alles sehr fähige und sehr nette Leute. Guckt euch auf jeden Fall deren Kanäle nochmal an. Die sind bei der Gamerinsel verlinkt und auch nochmal auf meinem Kanal rechts an der Seite oben unter Besser als Geschlechtsverkehr. Ja, guckt euch die Leute auf jeden Fall an und ihr könnt auf der Gamerinsel auf jeden Fall jeden Tag eine Folge von einem von uns sehen und dann noch das Let's Play Together von Starbound. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Kann ich euch nur empfehlen. Ja. Danke fürs Zusehen soweit und bis zur nächsten Folge.